Ich habe irgendwie nie so wirklich das Bedürfnis, da unbedingt die ganze Zeit, das ist falsch, was ich hier mache. Das ist definitiv falsch. Mir sowas anzugucken, bei mir schaudert es dann eher. Also immer die Leute sagen immer, es ist wie ein Zugunglück. Man will weggucken, aber man kann nicht. Ich kann sehr wohl weggucken. Aber ich habe beispielsweise auch nie Two Girls One Cup gesehen. Ich glaube, ich werde hier verarscht vom Spiel. Und zwar massiv. Wo ist der Strip Club? Hier ist mein Auto. Hier ist der Strip Club. Ja, hier ist aber nur so ein Seiteneingang, der natürlich zu ist. Deswegen klettern wir mal kurz mit unserem 5000 Dollar Anzug über Mülltonnen. Und neben diesem wunderschönen und subtilen Eingang. Oh Gott, ich muss diese Musik übersprechen, denn sie ist definitiv geschützt. Und ich kann leider nicht sprinten, was ziemlich ärgerlich ist. Wir sind Trevor und hier läuft der Nonstop Pop Action Channel. Wo ist mein verdammtes Büro? Verdammt, ich bin verwirrt. Dabei wurde mir das vorhin am Anfang noch erklärt. Boah, wieso kann ich hier nicht sprinten? Leute, ich bin der Chief. Ich bin der Chef. Geht alle unterwegs, beziehungsweise ich bin der Partner vom Manager. Ah, da muss ich, glaube ich, rum, oder? Zu der Lounge. Ist das korrekt? Is that right? Damn right. So, lass mich hier mal rein. I'm Trevor, bitch. Komm ich hier rein? Ja, oh Gott, wetten wir, ich habe noch zu wenig geredet gerade. Ich sage es euch, weil ich, dafür werde ich nochmal richtig auf die Eier bekommen. So hätte ich da eigentlich die ganze Zeit durchlaufen müssen. Kann ja hier auch nicht einfach mal einen Radio-Channel wechseln. Lol. Hey. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad? Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there are other guys, though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? The Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But! But! It'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Big one. Das klingt gut, Big One. Okay. Wieso fährt Franklin nicht? Come in, you there? All right, we're on a strict schedule. Sorry. Meine Nase juckt. Ah. There's a couple of armored cars and a dry run to the depository. Intel suggests that we Innocence Boulevard in East LS at approximately 1530. Trevor and I need to map their route for a possible hijack point, so we're going to his airfield in Blaine County and coming back in his chopper to intercept. Michael Franklin, all you gotta do is take the temperature at the bank, see if there's anything that stands out. Hey, we are taking the temperature. Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. All right. Sales market news. Fruits share price.
So sieht's aus. That don't look like much. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas, clap, clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground as hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Ach, scheiß drauf. Ich mach mit den beiden hier weiter. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? But remind me to go over with you again sometime. But not now. Look, dawg. Light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, huh? Well, maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? Da sag ich jetzt mal nichts zu. Like clockwork, Mikey. Like clockwork. Da sag ich jetzt mal nichts zu. You mentioned a job before. Something I can help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. How do you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Ja, kann ich nachvollziehen, abgesehen davon, dass Brad ja sowieso tot ist, um euch nochmal kurz daran erinnern. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch nicht mitbekommen. Aber Brad, wovon Trevor die ganze Zeit... Oh, fuck it. Die ganze Zeit redet, ist nicht mehr existent. Die Mails, die ausgetauscht wurden mit Trevor von Brad, wurden geschrieben von dem Federal Bureau of Investigation. Deswegen, das wird, glaube ich, nochmal ein dicker Fallout. Und Brad wird in letzter Zeit relativ häufig genannt. Nicht gut. Nicht 1330. Gut. We're an hour down, two to go. Dann machen wir doch mal. You're the one who keeps talking about the schedule, Lest. Come on. Guck mal, Lester. Was ist da los? Kann man nur so langsam sein. Mike's observations fit with your scheme. So far, yeah. The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24/7. Be careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Yeah, good yeah. Point. Don't want them jumpy for the breakout. Ah, yeah. Waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man, those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh yeah, that and spying on innocent people. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if you want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice. Once to distract them, and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction? I was thinking, Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Das könnte klappen. Okay, und dann sind wir auch sofort schon da. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with them, T. Do whatever Les needs you to do. We're mapping the route and finding an ambush point. Stay with them! What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it, won't! We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. Fliege ich gerade überhaupt noch?
Ich glaube, der fliegt automatisch, oder? Ja, der fliegt tatsächlich automatisch. Ja, das ist ja praktisch. Kann ja noch einen Schluck trinken. So funktioniert's also schon mal nicht. Ah, okay. Ja, wir können uns zurücklehnen. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. And the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. Der gerade auf die Polizei gezoomt? Hat er auf die Polizei gezoomt? Ah. Erstmal Füße hochlegen. Okay, scheiß drauf, ich fliege jetzt selber. I've lost sight of them. Think they might be in the tunnel. Don't worry, it's a straight road. They'll come out the other side. Ah, I'll go around. Meet them at the other end. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. Oh. That's another. There they are. Back out in the open. It'll need to be a quick turnaround, but you can take them in there. Okay. Sounds like a plan. Ja, die haben schon dickere Kanonen als die normale Polizei. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. Alright. Ja, da wird genau auf die Sekunde geachtet. Hä, wo denn? Und wovon reden wir denn? Ja. Ich doch. Oder muss ich tiefer gehen? Just hold the chopper here. You can do that, right? Kann ich. Null Problemo. Just a minute. It looks good. We're lucky these projects take so long. Okay, nearly done. Hold it. Alright, I think I've got enough information to work with. Ja, ausgezeichnet. Mal gucken, was bei Michael abgeht. Bei Michael und Franklin natürlich. Dream Team Alert. Na, GTA, schaffst du es? Ja, du schaffst es. Irgendwann. Oh. Ah, ich muss Franklin nur noch wegbringen. Ja, das ist ja easy. Ein Ründchen fahren. Ach, der fährt ja. Oh, hat. Hey, so how you feeling about this? Feel pretty good. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's Trevor. Ah, yeah, Trevor will get it done. And will he? I hope so, man. I hope he holds it together. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well, I ain't pissed off hillbillies. Bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? So there's that.
Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA and your family, man. You know what? I met Amanda, and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankton back in the day anyway? This ain't the time. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, all right? Just later. Da würde ich mich auch nicht mit zufrieden geben, wenn ich Franklin wäre. Alright, holla at him. Hey, when he's got something, Lester will be in touch. Bestanden. Und zwar nichts. Hammer geil. Oh mein Gott, leckt mich doch alle, ihr Penner. Spring ich gleich mal aus der Klippe. So, perfekt. So, dann wollen wir doch mal kurz unser Handy zücken und unsere Situation im Netz begutachten. Lol. Was ist denn jetzt los? Habe ich im Ernst zu lange jetzt gewartet oder was? Lass mal kurz zu Franklin gehen. Das ist nämlich absolut überhaupt nicht cool, was jetzt abgeht. Ich bin sehr verwirrt. Alright, shit, it's time to go. LOL? What the fuck? Ich wurde hart genutzt irgendwie. Jetzt mache ich sogar Verluste? Scheiße! Oh man. Das hat bei den anderen Jobs aber irgendwie besser geklappt, muss ich sagen. Nur noch 20% Gewinn, das ist gerade mal extrem zum Kotzen. Verlust gemacht. Shit. Oh shit! Ah! Was für ein Scheiß! Ich sollte bei rund 40% auf jeden Fall... Ah, wieso? Wieso hat das bei dem anderen so gut funktioniert und hier irgendwie so gar nicht? Ah, everything hurts. Ich mich hammermäßig auf. Hi, na! You wanna sit on this, Mommy? Und wieso habe ich jetzt hier... Lol. Fuck. Wird das hier irgendwie übernommen, wenn jemand anders verkauft? Also sind da Verluste gewesen, weil Trevor seine Prozente verkauft hat? Ich warte einfach noch hiermit. Das kann ich mir jetzt nicht erlauben, 21% Verlust zu machen. Ich hoffe, dass das wieder steigt. Oh Gott, ich weiß nicht. Oh Gott. Erstmal schnell speichern. Und dann nochmal ein Päuschen machen. Bis nachher. Ladies and Gentlemen, ach, ist eh die gleiche Folge, vergesst es.
Ich glaube, ich vertick die Aktien. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich habe zu viel Schiss. Ich weiß, ich habe 400.000 Verlust gemacht, aber was soll ich machen? Ich will nicht noch mehr Verlust machen. Boah, scheiße, ey. So unfassbar ärgerlich. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir direkt die nächste Lester-Mission nochmal. Damit wir da vielleicht uns noch mal ein bisschen rehabilitieren können. Wahrscheinlich macht es Sinn, jetzt wirklich mit der noch mal zu warten, bis wir den letzten Super-Coup gedreht haben. Da müsste dann ja auch noch mal ordentlich an Kohle rumkommen, oder? Scheiße, vielleicht sollten wir doch nicht den letzten Lester-Coup. Den müssen wir uns jetzt doch noch aufbewahren, nachdem ich mir jetzt so einen Fail geleistet habe. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber irgendwas werde ich falsch gemacht haben. Das stimmt, wie du dich mal wieder sexy-mäßig angezogen hast, Franklin. Du bist ja echt schon eine geile Sau, ey. Wand an, ey. Wieso hat Trevor eine Mission? Oder ist die Trevor-Mission auch bei Michael? Ach, wir wissen es nicht. Gut, dass ich jetzt erstmal zwischen denen hin und her gewechselt bin. Wir fahren jetzt wieder nach Michael. Oh Mann, das fuckt mich so ab. Ich weiß, es ist nur virtuelles Geld, Gott sei Dank. Ja, stell dir mal vor, das wäre echt passiert. Oh, 400.000 Dollar verloren. Ja, kann passieren, wa? Wenn man auf Apple setzt, würde Bram jetzt sagen, dann gibt's aufs Maul. Oh, die Musik ist definitiv böse. So. Aber bitte aufmachen für den Hausherrn. Was geht hier ab? Wieso hat Michael überhaupt eine Mission? Ja, ich wollte eigentlich cool über die Motorhaube sliden. Ist mir nicht so ganz gelungen. Ey, ich bin so ein Bob. Hier rum wollen wir doch. Das Kriegsbeil begraben. Das klingt doch schon mal ganz gut. Hey, man. Fuck. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. Möchte nur, oder wird Trevor noch verrückter durch die Klamotten und den Bart? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, no? Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're going to do this last big job, and then we're going to dissolve the partnership. This is not a game to me. All right, this is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare. Yeah, enough with your goddamn threats. Man, let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Fuck.
Trevor! Hey! Chief! Kommt mir nicht so vor, als würden wir gerade unser Kriegsfall begraben, ehrlich gesagt. Ah, great. Der hat mir eine Karre geklaut. Gib dich zum internationalen Flughafen von Los Santos. Ja. Aber ich habe kein Auto. Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no, no, it's clear and reason thought, finally! Stop your car, come on! Come back, we'll talk! I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Just stop the car, turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. Oh, I'll be something. It'll be an anticlimax. The grave's empty. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. Oh, eyes! How do you do it, man? The game is up. I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy, all right? Save your fucking breath. Trevor, come on. Fuck you, Michael. Enough. I will. Das ist überhaupt nicht gut. Shit. Versuchen wir jetzt zu fliehen? Was versuchen wir denn jetzt zu machen? Special Agent Norton. Shit. Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey. He's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. Well, I come, but I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Und ich muss ganz schnell die Musik wechseln, so. Uiuiui, ui, ui. Was haben wir denn jetzt vor? Warum... wollen wir zum Flughafen fahren? Das ergibt für mich vergleichsweise wenig Sinn, ehrlich gesagt, weil hier ist mit Sicherheit nicht das Grab. Zum Terminaleingang auf der oberen Etage. Ja, wieso konnte ich denn nicht direkt da parken, ihr Luschen? Ah, fuck it. Okay, dann gebe ich mich jetzt zum Terminal-Eingang auf der oberen Etage. Komm schon, Michael, gib Gummi! Was haben wir vor? Wollen wir jetzt da schnell hinfliegen? Sein Lover? Okay, wir fliegen tatsächlich irgendwo hin. Okay, what the fuck passiert denn jetzt gerade, bitte? Das könnte eine verdammt witzige Mission werden. Aber wieso heißt das Kriegsbeigraben? Irgendwas mit den Chinesen. Vielleicht retten wir ihm das Leben? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wo zum Teufel sind wir hier eigentlich? Ich glaube, das ist ein Teil der Map, den man nicht befahren kann. Amanda, we're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me, Amanda. It was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Whoa, deep mission. Some people out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing.
Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this.